So, jetzt haben wir hier eine stinksaure Isabel. Wir haben nämlich eben schon ungefähr 20 Minuten habe ich mich mit der großartigen Marina Fries unterhalten und habe auch immer wieder auf dieses Gerät geschaut, auf das Aufnahmegerät und habe dann gemerkt, dass ich gar nicht aufgenommen habe. So, also übrigens, ich wollte nur sagen, die ersten 20 Minuten waren total klasse. Aber wie ist es, man soll ja nicht zurückgucken, immer schön nach vorne gucken. Oh. Das ist mir noch nie passiert. Und gerade heute. Warum gerade heute? Also erstmal, Sie sind beim Gut reden kann jeder Podcast und das Teil läuft. Jetzt kontrolliere ich das lieber 5-mal. Und ich bin Isabel Garcia und habe mir vor mir eben Marina Fries sitzen, die den Feminist-Kongress organisiert. Jetzt hier in Hannover. Morgen findet er statt und heute Abend hat sie wie blöd schon alles aufgebaut. Seit wann bist du hier? Nee, noch nicht lange. Aber... Ich war lange im Stau. Wir haben mit 300 Kilometer 6,5 Stunden gebraucht. Oh nein! Ja, aber ich habe ein gut funktionierendes Team. Als wir dann angekommen sind, ich und meine Assistentin, war schon so gut wie alles fertig. Und wir haben uns dann so angeguckt und an unseren ersten gemeinsamen Kongress gedacht in 2013 und haben gesagt, okay, irgendwie läuft es ganz gut für uns. Wir können jetzt noch eine Runde shoppen gehen oder ich zu dir ins Interview. Von daher, ja, mittlerweile läuft es besser, da kann ich mir auch Zeit nehmen, so mit dir hier zu schnacken und auch 2-mal aufzunehmen. Das wird wahrscheinlich ein Winning Gag sein. Weißt du, wenn wir uns in 10 Jahren treffen, werden wir noch sagen, weißt du noch, du dumme Nuss, weißt du, ich habe irgendwie Stress, mein Team unten arbeitet, ich nehme mir extra eine Stunde frei und dann machst du das Interview 2-mal. Oh mein Gott. So. Also jetzt mal überlegen, was hatte ich eigentlich für Fragen gestellt, aber ich weiß es noch grob. Erstens, ich finde es sehr, sehr faszinierend, dass du diesen Feminist-Kongress gegründet hast. Wie kamst du auf diese Idee? Also ehrlich gesagt kam ich auf die Idee, weil ich mich tierisch darüber aufgeregt habe, dass auf den Bühnen Deutschlands, wenn du Glück hast, gerade mal irgendwie 10% Frauen stehen und der Rest Männer. Und das hat mich so geärgert. Also das war ja, die Idee entstand schon 2012 und 2013 war dann der erste Kongress, genau so rum war es. Und ja, ich fand halt einfach dieses ganze Geklucke und dieses ganze Geschiebe von den Männern, was die völlig richtig machen, gar keine Frage, die haben es da halt einfach drauf. Fand ich aber halt einfach so doof, weil so wenige Frauen schaffen dann letztendlich da auch, sich wirklich durchzusetzen und reinzukommen, dass ich dann gesagt habe, okay, es muss einfach eine Bühne geben, wirklich, wo nur Frauen draufstehen und dann kommen auch nur Frauen hin. Und es war damals für mich einfach auch eine schlüssige Positionierung. Ich hatte Feminist schon früher gegründet, wusste, ich will eh mit Frauen zusammenarbeiten, weil es einfach für mich eine Leidenschaft geworden ist. Und so ergab dann eins letzten Endes das andere. Und da habe ich gesagt, okay, gut, jetzt machst du einen Feminist-Kongress, aber ich wollte den Frauen natürlich eine große Bühne bieten. Ne? Da fängst du ja jetzt nicht klein an, sagst, oh ja, machen wir mal mit 50, 100 Frauen. Ja, ja. Weil ich mir gleich 500 aus dem Ziel auf die Fahne geschrieben. Ja. Aber du hast ja auch geschafft. Ja, 450 waren es beim ersten Kongress, ja. Wahnsinn. Ja. Das ist, also ich finde es wirklich beeindruckend, denn also ich habe ja auch immer mal wieder so, man so eine Show organisiert und sowas, das ist wahnsinnig viel Arbeit und sehr viel Herzblut und es kommt hintenrum lange nicht unbedingt das immer wieder raus, was man da reingesteckt hat. Also der Kongress, da kannst du nichts sagen, das ist reiner Imageaufbau für Feminist. Alles, was Geld verdient, kommt irgendwann hinten dran, ne? Deswegen, also das, ich habe den Kongress nie mit der Prämisse organisiert, dass ich damit wirklich reich werde oder sowas. Ne? Ich kann damit meine Sachen bezahlen, das ist alles okay, ne? Aber da bleibt jetzt nicht mega viel irgendwie übrig oder sowas. Aber ich kann schon froh sein, dass ich mein Zeug damit bezahle. Ich werde ja mittlerweile häufiger gebucht, um Veranstaltern zu erzählen, wie sie eine lukrative Veranstaltung organisiert kriegen, als für mein eigentliches Kernthema. Ja? Also von daher kann ich mich da echt glücklich schätzen, dass ich da sogar noch mit einem Plus rauskomme aus der Nummer. Ne? Aber ich glaube, so einen Kongress machst du nicht wegen Geld. Das machst du einfach, weil du eine Mission hast, weil du eine Botschaft hast, weil du für was stehst. Und für mich hat sich gar nichts geändert jetzt in den 6 Jahren. Für mich ist das Thema immer noch genauso aktuell. Ich hoffe, irgendwann wird sich das erübrigen und es wird selbstverständlich sein, dass Frauen genauso viel auf der Bühne stehen wie Männer.
Aber dafür, glaube ich, brauchen manche Frauen halt einfach auch noch ein bisschen Zeit, ne? Also da ist ja dann sehr nett nur, dass die nicht unbedingt eine Chance kriegen, auf die Bühne zu kommen, sondern viele tun sich einfach schwer auf der Bühne irgendwie. Weißt du, du gehst auf die Bühne und du bist da locker, du bist wie du bist. Du bist nicht so verkopft und überlegst dir die ganze Zeit, was sage ich jetzt und hoffentlich kommt es irgendwie gut an. Vielleicht macht man es doch unbewusst, aber du zeigst es nicht nach außen. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wenn da die Frauen nochmal die Kurve kriegen und weniger mit sich beschäftigt sind auf der Bühne und mehr mit dem Publikum beschäftigt sind. Ich glaube, dann gibt es nochmal einen richtigen Kick auch, was die Frauen auf die Bühne bringt auch. Ja. Und du hast im Publikum ja auch nur Frauen. Mhm. Warum? Man könnte ja auch, kommt mir gerade die Idee, man könnte auch sagen, es sind nur weibliche Rednerinnen, aber im Publikum dürfen Männer und Frauen sein. Ja, aber das war damals die Positionierung. Hätte ich das so gemacht, wäre ich nicht so positioniert, wie ich jetzt bin. Okay. Und hätte auch nicht den Erfolg. Der Feminist-Kongress hält sich einfach auch schon so lange, weil da eine gute Positionierung da ist. Weil es nur Frauen sind, auch im Publikum. Ja, genau. Und Austausch unter uns, wir helfen uns gegenseitig weiter. Ist auch so. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir da irgendwie irgendwas Feministisches machen. Im Gegenteil, es ist überhaupt gar nicht unser Ansporn. Wie gesagt, das eine war wirklich das Thema. Gute Positionierung ist einfach wichtig. Und das Zweite ist, dass es eine andere Energie ist, wenn wir Frauen mal untereinander sind. Es ist eine komplett andere Energie. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesprochen hast auf so einem Kongress, wo nur Frauen da sind. Wenn ja, weißt du, wie es ist. Wenn nicht, wirst du es morgen erleben. Es ist echt was ganz, ganz anderes. Und es ist was sehr Wertvolles, finde ich, von der Energie her. Ich überlege gerade, habe ich schon, ich glaube ja. Ich war früher ganz viel in Frauennetzwerken, also als ich so losgelegt habe und habe aber gemerkt, dass ich manchmal diese Rolle als Quotenfrau sehr genieße. Diese Rolle als, also jetzt in diesem ganzen Männerspektrum, so diese Sonderpositionierung, ja, alle haben ihre Anzüge an und so wie du ja auch, du trägst ein wunderschönes weibliches Kleid, ich ziehe einfach ein Kleid an und dann bin ich schon Alien, allein schon, weil ich da nur ein Kleid an habe. Und dadurch falle ich eben auf und das finde ich schon angenehm. Aber ja, ich könnte mir eben schon vorstellen, dass es eben viel, viel weniger dieses ganze Statusdenken eben einfach ist. Und eben mehr, wir helfen uns gegenseitig. Ja. Und das finde ich schön. Und wenn das eben, ich bin sehr gespannt morgen, ich bin das erste Mal bei diesem Feminist-Kongress dabei und freue mich da schon sehr drauf. Insofern kommen wir da ja super in das nächste Thema rein. Ich habe nämlich von Faith Popcorn, kennst du die? Mm-mm. Das ist wirklich ein sehr merkwürdiger Name und sie heißt wirklich so Faith Popcorn. Ich glaube an Popcorn. Yay. Nein. Ja, stimmt. Darfst du nicht übersetzen. Ne? Dann wird es noch kurioser. Dann wird es noch komischer, als es sowieso schon ist. Die ist Zukunftsforscherin. Okay. Und die behauptet nämlich, und sie ist ja nicht die Einzige, die sagt eben, es kommt immer mehr das Beziehungsdenken. Und das hat sie schon vor, weiß gar nicht, 10, 15 Jahren gesagt. Ja, das wird immer mehr kommen und das Hierarchiedenken wird immer weniger werden, aber das Beziehungsdenken kommt. Und ich sitze hier so in Deutschland und denke so, wann denn? Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, das ist wahrscheinlich, dieses Beziehungsdenken wird auf so einem Feminist-Kongress unter anderem, aber eben so im Frauennetzwerk vielleicht eher gelebt als wenn wir einen gemischten Kongress haben, oder? Ja, doch kann man schon vielleicht so sagen. Das Problem ist, nicht das Problem, aber es ist halt, wenn du auf einem gemischten Kongress bist oder Seminar bist oder wo auch immer, hast du natürlich immer dieses, die Frauen halten sich dann tendenziell, wenn Männer im Raum sind, eher zurück. Klar, das ist so ein unbewusstes Programm, was oft abläuft noch. Wir haben es ja von Mutter oder vielleicht die Generation davor, Oma, Großmutter, die Urgroßmutter, einfach auch immer so dieses gesehen, der Mann hat den Vorrang. So, und egal wie emanzipiert wir sind, manche Programme laufen ganz unbewusst ab. Und wenn ein Raum voll ist mit Männern und dann sind noch Frauen dabei, halten sich die Frauen tendenziell eher zurück. Und wenn in einem Raum mit Männern Frauen dabei sind, neigen die Männer halt tendenziell dazu, die Gockel zu machen. Ja. Nicht übertrieben jetzt, aber du konzentrierst dich nicht mehr nur noch auf dich, sondern du bist oft einfach automatisch durch den Urinstinkt beim anderen Geschlecht. So. Mhm. Und dann hast du schon mal eine ganz andere Wirkung. Vielleicht bist du da auch in dem Beziehungsding drin, aber halt auf einer anderen Ebene, ne? Vielleicht. Mhm. Aber ich glaube eher, dass
ist es, was es letztendlich ausmacht. Ne? Und jetzt gerade bei Frauen, denen tut es dann wirklich gut, wenn die da einfach auch mal so ein Stück weit die Masken auch fallen lassen können. Ne? Und das ist schon sehr, sehr reinigend und sehr wohltuend für viele Frauen. Aber schaffen die das sofort? Also ich erlebe tatsächlich sehr, sehr viele Menschen, die am meisten diejenigen, die immer sagen, Ehrlichkeit ist so wichtig, offen sein und ich will Nähe spüren. Da merke ich so, okay, du bist gerade noch gar nicht bei dir und das ist noch gar nicht offen. Ja? Also wenn jemand ja schon irgendwie so häufig darauf hinweisen muss, dann ist das schon irgendwas im Argen. Vielen Menschen fällt es wirklich schwer, Frauen wie Männern wirklich, wirklich eine Maske fallen zu lassen, und weil sie so eine Angst haben, abgelehnt zu werden. Wir hätten das Interview morgen machen sollen, nach der zweiten Session mit der Katharina Pommer. Katharina Pommer, worüber spricht die? Ich habe keine Ahnung, aber die macht es immer gut. Das ist so, die ist so ein Überraschungsei, weißt du? Das kann, was weiß ich, was dabei rauskommt. Aber, also beziehungsweise, was sie macht, keine Ahnung. Aber das Endergebnis ist immer, dass wirklich so ein, ja, es ist total schwer zu erklären. Die schafft das in ihrem Vortrag und dann macht sie halt noch so eine kleine Reise quasi. Die nennt es immer Reise zum zukünftigen Ich. Mhm. Schafft die es einfach, die Frauen in dieser einen Stunde, die hat, so sehr zu berühren und so sehr zu bewegen, dass da wirklich schon die ersten Masken fallen. Natürlich, wir haben einen Tag mit den Frauen, weißt du, das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie, keine Ahnung, komplette Masken fallen lassen oder was weiß ich was, aber du wirst sehen, was da in dem Raum einfach auch passieren kann. Und das ist halt was, das kannst du schwer machen, wenn dann wieder Männer dabei sind, ohne das jetzt böse zu meinen, weißt du? Aber da können die wirklich, da haben die einen geschützten Raum, in den die sich dann fallen lassen können. Und natürlich, der Feminist-Kongress ist ein Business-Kongress. Nur kannst du meiner Meinung nach nur wirklich erfolgreich sein, wenn du auch bei dir bist. Deswegen auch von dem Programm, was wir haben, dem Self-Made-Woman-Programm, was ich mit der Katharina mache. Das heißt, der Weg zum Erfolg ist der Weg zu dir selbst. Und das ist das, was für mich wichtig ist. Und ich glaube, wenn du bei dir selbst bist, dann musst du auch gar nicht mehr dieses ganze Hierarchiedenken machen. Weil wofür machen wir das Hierarchiedenken? Weil wir meinen, nur wenn wir uns über andere stellen, haben wir Autorität. Aber wir meinen das ja nur, weil wir in uns gar nicht die innere Kraft haben, ohne dieses ganze Tamtam zu meinen, dass wir diese Autorität hätten. Und das ist es ja letztendlich. Also das heißt, wenn jeder sich mal auf die Reise zu sich selbst begeben würde, dann bräuchten wir es nicht mehr. Aber gut, das ist natürlich auch Wunschdenken. Ja, aber wird ja immer mehr. Es wird immer mehr und wir können ja auch einfach anfangen. Ja. Und das ist eben etwas, was ich... Also ich wurde gerade eben einer... Jetzt habe ich den Namen leider vergessen, aber von einer Frau, ich glaube Sabine heißt sie, die diese Düfte hat. Ja, Sabine Quarisch. Richtig, ja. Genau. Und die hat nämlich gemeint, wo kommst du her? Und dann zögerte ich und habe ich gesagt, naja, in Hamburg geboren. Und das klang so komisch und ich merkte es auch selbst. Und habe ich gesagt, naja, meine Heimat, meine innere Heimat, meine Herzensheimat ist eben Sevilla, da wo mein Vater geboren wurde. Und wenn ich dort bin, meine Verwandten schnallen gar nicht, was ich beruflich mache. Mhm. Die verstehen das nicht. Reden lernen, Körpersprache, ja. Ernsthaft. Und ich werde dort so einfach geliebt. Mhm. Ich könnte Putzfrau sein, es würde einfach keinen Unterschied machen. Also der Status wird dort natürlich auch gelebt. Klar, wir haben da die Macho-Männer, alles gut und schön. Aber trotzdem, du bist als Mensch erstmal okay. Mhm. Und da wirst du zwar gesagt, du bist gerade doof, aber ich liebe dich trotzdem. Mhm. Und ich finde, das haben die echt gut raus, jemandem das Gefühl zu geben, du bist geliebt. Ja. Das finde ich total schön. Und ich habe so das Gefühl, so manchmal ist es hier in Deutschland manchmal so ein bisschen emotionale Erpressung. Ich liebe dich, wenn. Mhm. Jetzt hat die Mama dich weniger lieb, weil du ja das und das nicht gemacht hast. Mhm. Wo ich immer, wenn ich mit Frauen eben rede, ich kann die Mütter verstehen. Aber ich sage, nehmt dem Kind bitte nie Liebe weg. Mhm. Sagt immer, ich habe dich lieb. Mhm. Das war gerade doof, aber ich habe dich lieb. Mhm. Ja? Ja, ja. Trotzdem. Und das wird ganz häufig nicht gemacht. Es wird ganz häufig, na, wenn du dich benimmst, dann. Mhm. Ja, wie so ein Hund. Machst du Sitz, kriegst du ein Leckerli. Aber machst du im Endeffekt bei der Führung, das machst du ja überall letzten Endes. Ne? Das sind ja überall dieselben Mechanismen. Aber das ist eben wieder Hierarchiedenken. Ja, eigentlich. Klar. Aber das ist, nein, ich glaube, in Deutschland bist du einfach getrimmt, permanent zu funktionieren. Das hat ja auch was mit Funktionieren zu tun. Und wir denken ja, wenn jemand vielleicht als Führungskraft was sagt und der Mitarbeiter macht nicht gleich das, was
irgendwie gesagt wurde, dann funktioniert die Person nicht richtig, dann stimmt mit der Person was nicht, dann ist irgendwas falsch bei der, aber vielleicht hat die Person einfach mal gerade eine andere Meinung und vielleicht ist das jetzt gerade mal nicht das Thema, was für sie das Richtige ist, vielleicht muss man ihr eine andere Aufgabe geben oder sowas, ne? Deswegen, also ich wäre jetzt auch nicht dafür, immer alles auszudiskutieren. Ich denke da immer an die Kinder. Mein Verlobter hat eine Pubertierende, die ist jetzt 12, das geht ja immer früher los. Und die will immer alles ausdiskutieren, da kriege ich ja einen Vogel. Ne? Das hätte ich ja nicht, na gut, ich habe es auch gemacht, aber... Okay, also andere durften es nicht in meiner Kindheit, aber ich habe es natürlich gemacht. Ich habe glaube ich, nicht so schlimm gemacht, aber... Immer dieses Ausdiskutieren. Also wenn man jetzt sagt, jetzt ist das Tablet rum, jetzt geht's ins Bett, wir haben 8 Uhr. Warum? Warum soll ich nicht? Weil morgen Schule ist. Dann fängst du ja auch schon wieder an, dich zu rechtfertigen, weißt du so. Deswegen, also ich glaube, so ein Mittelmaß ist ganz gut. Ich finde, man kann als Vorgesetzter auch mal sagen, das und das muss jetzt gemacht werden. Und dann kann der Mitarbeiter auch mal sagen, okay, mach ich. Es ist so, weißt du so. Aber ich glaube, also ich meine, ich kriege das bei mir eigentlich relativ gut hin. Mein Team, also ich bin mega locker im Umgang mit denen. Wie viele Mitarbeiterinnen hast du? Also wir sind jetzt im Team 7 Leute. Ne? Und, wow. Aber halt dezentral. Ne? Das ist ja wieder eine Challenge für sich. Was bedeutet dezentral? Überall verteilt. Achso, die machen Homeoffice. Mhm, genau, richtig. Ach so, ist das so gut? Wie ich auch. Ja, ich will halt für mich Homeoffice haben. Ich hätte wahrscheinlich mit meiner Assistentin zusammen ein Büro, aber das... die wohnt in Bonn, ich wohne jetzt woanders, weil ich mich getrennt habe, lange Geschichte. Deswegen. Ach, erzähl doch ruhig im Detail, warte mal, es läuft auch, weißt du? Ja, genau, super, jetzt läuft's, ne? Ja, klar. Ja, genau, weißt du, das ist der Trick, weißt du, ich mache es immer, damit die Leute sich dann so, weißt du, noch lockerer sind und die Geheimnisse ausplaudern. Genau. Nein, also okay, mit der würdest du es machen, aber ansonsten hast du eben einfach tolle Frauen in anderen Ecken. Richtig, auch Männer. Ecken. Ich habe auch Männer so. Dabei. Ja, für mein Social Media Marketing. Okay. Ja. Die sind ganz pfiffig. Hm. Ja, ich meine, weißt du, das ist ja nicht, dass ich keinen Mann in meinem Umfeld haben will, ne? Oder so. Also nur, weil ich Feminist mache. Mein Großteil meines Teams, also sind 2 Männer mit dabei letztendlich. Der Rest sind Frauen und das ist auch für mich völlig legitim. Ne? Deswegen, aber was wollte ich jetzt sagen? Ja, aber da habe ich auch einen lockeren Umgang. Also auch einen eher freundschaftlichen Umgang. Aber die wissen auch, wenn sie übers Ziel hinausschießen, dann ist bei mir halt auch mal ein Punkt, wo ich sage, cut. Tablet aus, ab ins Bett. Genau. Ne? Ja, aber so ist es ja überall. Und ich finde, dieses sich auf Augenhöhe zu begegnen, finde ich ganz wichtig. Und ich akzeptiere und respektiere auch die Meinung von meinen Mitarbeitern. Aber manchmal bist du halt als Unternehmer, musst du halt manchmal Entscheidungen treffen, die den Mitarbeitern nicht passen, weil die keine Ahnung davon haben, was bei dir für Entscheidungsprozesse vielleicht im Hintergrund ablaufen. Dafür sind sie ja Mitarbeiter und du bist Unternehmer. Ne? So, und manchmal gibt es halt Punkte, da wird halt vielleicht eine Entscheidung nicht verstanden. Aber dann kann man auch nicht ewig die ausdiskutieren, wenn halt einfach was nicht anders geht in dem Moment. Ne? Also das ist das, was ich meine. Man muss das so ein bisschen so, meiner Meinung nach, so ein Mittelding finden. Das macht ja auch jeder so, wie er sich eben damit wohlfühlt. Und ein Mittelding ist ja schon mal mehr, als eben manche Führungskräfte eben machen. Ja, klar. Arbeitest du auch mit Männern, also jetzt von Kunden her? Nee. Du machst also bei den Kunden her tatsächlich nur Frauen? Ja. Dass du also Frauen dabei hilfst, stärkere Persönlichkeit zu haben, sich praktisch durchzusetzen in diesem ganzen Hierarchiestatus? Nee, das ist eigentlich, also ich mache 2 Themen. Das eine ist strategischer Businessaufbau, weil ich bin halt einfach auch so eine strategische Denkerin. Und das ist was nicht so bei vielen Frauen ausgeprägt ist. Ich will mich jetzt so in die Nässe setzen, aber bei mir definitiv sehr intuitiv. Ja. Und je nachdem, wo die in ihrem Leben hinwollen, was die für Ziele haben, ist es schon sinnvoll, eine gewisse Strategie mal dahinter zu packen. Dann läuft es leichter und schneller und einfacher. So, das mache ich. Und dann, was meinst du mit Strategie? Also so nach dem Motto, da will ich mich in 5 Jahren sehen und deswegen, wenn ich das haben will, brauche ich irgendwie das Marketing und ich brauche den Vertrieb und ich brauche, also ohne Ziel, also weil du eben gerade beim Ziel gesagt hast, das ist es nicht. Ich bin nicht so diejenige, die sagt, du musst unbedingt jetzt schon wissen, wo du in 5 Jahren stehen willst. Aber irgendwie ein Ziel musst du ja vornehmen, damit du weißt, wie du es erreichen willst wahrscheinlich dann. Logisch, ne? Also es soll schon eine Richtung sein und die erarbeiten wir dann auch gemeinsam, weil ich finde es auch wichtig, rauszufinden,
was ist es für ein Ziel, und dann nochmal zu hinterfragen, bist du wirklich bereit, den Preis für dieses Ziel zu bezahlen? Weil manchmal ist es ja leicht gesagt, naja, ich will 1 Million machen. Und wenn du dann aber mal in die Tiefe gehst und fragst, wie stellst du dir denn deinen perfekten Tag vor? Wie möchtest du denn leben? Wann möchtest du arbeiten? Wann möchtest du Freizeit haben? Und dann sagt die mir am Schluss, naja, am besten 5 Tage frei, 2 Tage arbeiten. Dann muss ich halt sagen, naja, gut, also müssen wir nochmal überlegen, ob ich da der richtige Coach bin, weil zaubern kann ich nicht, ne? Deswegen. Also das meine ich damit, ne? Also es muss jetzt, ich lebe auch nicht so, ich weiß auch nicht, wo ich jetzt in 5 Jahren stehe, keine Ahnung. Ich habe schon diese Ambitionen in mir, immer weiterzukommen und auch erfolgreicher mit dem zu werden, was ich mache, und auch immer mehr Frauen zu erreichen. Aber es steht bei mir jetzt nicht irgendwie dann, was weiß ich, wie bei manchen anderen, jetzt will ich 10.000 Frauen in 5 Jahren in einem Saal haben oder sowas, das habe ich nicht. Brauche ich für mich auch nicht, ehrlich gesagt, um zu funktionieren. Und viele setzen sich ja unnötig unter Druck mit solchen Zielen, weißt du? Und also so eine Ziele können ja sehr stark auch demotivieren. Ja, eben. Einerseits, ja klar, es wird immer gesagt, na, wenn du im Navi nichts eingibst, dann kann ich dich auch nirgendwo hinführen. Mhm. Und mein Ziel kann ja theoretisch auch sein, ich möchte mich im Hier und Jetzt wohlfühlen. Ja, oder ich möchte gerade weniger Status. Also insofern, oder ich nehme eben jetzt mal ein Ziel und weiß, aber vielleicht ist es das nicht. Aber klar, ich sollte ihm schon überlegen, wenn ich etwas erreichen möchte, in welche Richtung ich was mache. Und insofern machst du ja so ein bisschen fast so, so klingt es wie so ein Rundum-Wohlfühlpaket. Damit meine ich eben, dass du nicht nur in eine Richtung berätst, so nur Stimme, nur dies, sondern eben insgesamt, wie können wir dich mental und von der Motivation her und von den ganzen Strukturen her eben an dein Ziel bringen, richtig? Richtig. Und ich gucke mir halt auch an, und das ist was bei meinem Coaching halt wirklich extrem wichtig ist und gut funktioniert. Ich bin ja auch wirklich über Jahre ausgebildeter Coach. Das heißt, ich mache mit den Frauen dann auch ein Wingwave-Coaching, wo ich dann wirklich auch kinesiologisch austeste, was passt zu ihr, was passt nicht, wo sind noch Blockaden, wo sind noch Hindernisse. Und dann da gezielt ein Coaching drauf zu machen. Weil spannend. Das ist einfach das Problem, dass viele sich Ziele setzen, aber vom System her so viele Blockaden in unterschiedlichen Bereichen noch da sind, dass die es gar nicht erreichen können. Oder dass die vielleicht Wertekonflikte haben, die im Bewusstsein gar nicht verstehen oder erkennen, und durch so einen Test findest du halt raus, Mensch, guck mal, da musst du halt nochmal genauer hingucken. Ne? Und deswegen erreichen ja viele ihre Ziele nicht, wenn die irgendwo hinlaufen oder auch wenn die mit einem Coach arbeiten. Der Coach macht oft eine geile Strategie mit denen, aber es wird einfach übersehen, was laufen für innere Programme ab. Ne? Und die können ja noch mehr sabotieren als alles andere. Ne? Ich meine, es sind ja 95%, das wissen ja mittlerweile auch viele. Ja, ne? Also deswegen. Das finde ich auch total spannend. Ich habe schon die ganzen letzten Jahre, ist immer so, dass ich nach meinem Bauchgefühl auch gegangen bin, sehr stark. Aber trotzdem war ich eben immer noch irgendwie so nicht 100% dabei. Ich habe nicht radikal praktisch mein Bauchgefühl gelebt, sondern immer so, wenn jemand sagt, Mensch, Isa, du musst mal Vertrieb machen zum Beispiel. Mhm. Oder du musst mal dies machen. Oder wenn du das erreichen willst, musst du das machen. Und ich lasse mich von Argumenten sehr gerne auch überzeugen und denke, ich kann dem ja eine Chance geben. Mhm. Und mein Bauchgefühl schreit schon die ganze Zeit, nein. Dann spreche ich mein Bauchgefühl aus. Ja, ach, wenn du es erst mal machst, dann. Mhm. Und dann lasse ich mich hier überzeugen. Und gerade eben jetzt so vor einer Woche habe ich eben komplett ganz viel rausgeschmissen, ganz viel umgeschmissen, weil es einfach nicht zu mir und meinem Bauchgefühl passt. Und ich glaube nämlich auch, also es ist nicht so, dass ich unerfolgreich bin, aber ich glaube eben, dass es mich weder glücklich macht, noch irgendwie zu einem schönen Ziel führt. Ja. Ziel ist ja nicht nur Geld verdienen. Ah ja, logisch. Wenn ich gegen mein Bauchgefühl gehe, und das ist eben manchmal, ich mache es schon, ich könnte mir vorstellen, wenn Frauen, also ich spreche schon mein Bauchgefühl an und halte aus, dass die Leute sagen so, Bauchgefühl. Ja, mein Bauchgefühl. Ich kann es ja noch nicht in Zahlen, Daten, Fakten sagen. Mein Bauchgefühl sagt nein. Mm. Und ich mache das ja schon. Wie ist es dann erst bei Frauen, die das noch nicht mal hinbekommen? Wie hilfst du denen denn dann? Also indem du kinesiologisch praktisch dann testest. Da. Ja, zum Beispiel, ja. Aber es geht natürlich auch bei so einem Coaching immer darum, der Frau zu helfen, wieder auf sich selbst zu hören. Mhm. Weil das ist das ja häufig. Und ich sehe das ja auch oft bei mir. Du kriegst ja so unendlich viele Einflüsse von außen. Und mir geht es ja genauso. Guck, ich habe letztens einen Online-Kurs gemacht, auch zum Thema nie wieder Akquise. Und dann habe ich auch in dem Video gesagt, ne, das ist ein Online-Programm, habe ich auch gesagt,
ich habe hier keinen Zauberstab von euch. Ihr werdet nicht von mir hören. Ihr schaut jetzt nur den Videokurs und seid nächste Woche Millionär. Sag ich, das gibt's nicht. Alles, was ich aufgebaut habe, habe ich mir hart aufgebaut. Und der Kurs zeigt euch den Weg, wie ich ihn gegangen bin, wie viele andere den gegangen sind. Aber das geht nicht über Nacht. Haben auch viele zu mir gesagt, das kannst du noch nicht machen, da kauft den doch keiner mehr, das musst du doch anders sagen. Weißt du? Ich so, warum? Warum soll ich den Frauen jetzt was vorgaukeln, was gar nicht so ist? So, und das sind so Einflüsse wie bei dir, die kommen am laufenden Band. Und wenn du dann nicht bei dir selbst bist, dann wirst du dadurch natürlich beeinflusst. Und jetzt ist es halt oft, Frauen neigen halt mehr als Männer dazu, dass sie externe Entscheidungen treffen. Ne? Also es gibt ja die intrinsischen Entscheidungen und die externen Entscheidungen. Extern bedeutet, sie von draußen wird mir ein Vorschlag gemacht und ich sage, okay, probieren wir mal. Genau, richtig. Ne? Und da neigen Frauen, also es sind jetzt keine Klischeeschubladen, sondern es ist einfach so, da neigen Frauen tendenziell weißt mehr du grob dazu. Die Prozentzahl? Nee, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das ist halt so die Herausforderung dabei, aber umso klarer du für dich selbst wirst, umso einfacher hast du es dann letzten Endes auch, solche Dinge auch abzublocken. Und das ist halt auch mit ein Teil. Natürlich ist es auch manchmal so, dass ich bei bestimmten Sachen wirklich die Frauen an die Hand nehme und sage, so komm, jetzt gehen wir in die Richtung, weil manche Frauen brauchen das auch. Mhm. Es brauchen manche Frauen. Mhm. Aber ich gehe jetzt nicht, weißt du, man muss ja dieses Gespür dafür kriegen auch, ob der Weg was auch richtig braucht ist. Die jetzt? Ja. Na, ist es eine Verkäuferin? Ist es eine, wo ich weiß, wenn ich der Sache verkaufe, fällt die mir mit Schnappatmung hinten um? Ne, das gibt ja so ganz unterschiedliche Charaktere, aber es ist schon manchmal so, dass dieses an die Hand nehmen schon auch ein wichtiger Punkt oft ist, trotz alledem. Ne? Das glaube ich. Gut, wir sind jetzt voll weg vom Reden, ne? Nee, überhaupt nicht, es ist doch Reden, es ist ja die ganze Zeit so, Reden. Ich meine, okay. Es sind Gespräche mit sich, es ist Mentaltraining. Ich rede ja nicht nur übers Reden, sondern ja. Im Prinzip ja über alles Mögliche. Okay, also gut.